Ich meine, die Fakten zum 27. September sind allen präsent und schnell erzählt. Es gibt zwei große Gewinner. Das ist die ÖVP, die 6% dazu gewonnen hat, und die Grünen, die 10% dazu gewonnen haben. Und es gibt zwei große Verlierer. Das ist die SPÖ, die 6% verloren hat, und die FPÖ, die 10% verloren hat. Historisch ist es so, dass der größte Abstand in der Geschichte Österreichs ist zwischen der ersten und der zweiten Partei. Also es gibt einen ganz klaren Wählerauftrag für Sebastian Kurz. Und das ist historisch das schlechteste Ergebnis der Sozialdemokratie darstellt. Zwei Sachen, die nicht so öffentlich diskutiert worden sind, die vielleicht auch nicht uninteressant sind. Die Wahlbeteiligung ist gesunken, recht stark im Vergleich zu den Wahlen zuvor, um 4,4%. Das handelt sich um die zweitniedrigste Wahlbeteiligung in der Geschichte von Nationalratswahlen. Und was auch noch ein Kommentar wert ist, dass quasi der Anteil der Wahlberechtigten an der Wohnbevölkerung aufgrund der Migration und der Gesetzgebung immer weniger wird, immer kleiner wird. Im aktuellen Funke gibt es einen sehr wichtigen Artikel, oder eigentlich sehr, sehr viele wichtige Artikel, aber den, auf den ich hier referenzieren möchte, ist der zu Erkenntnistheorie, wo wir behaupten, dass Fakten für sich genommen nichts erklären, sondern sie bedürfen einer Interpretation, das heißt eine solide Analyse des Ist-Zustands, wie was gekommen ist, wie es dann halt gekommen ist. Und zwar um die zukünftigen Entwicklungs- und Konfliktlinien offen zu legen, um dieses Problem der österreichischen Revolution besser zu fassen. Und zwar mit dem klaren Ziel, um praktisch handlungsfähig zu sein. Also nicht Theorie der Theorie mäßig zu machen, sondern um ein kleiner Teil der politischen Realität, der politischen Auseinandersetzung in diesem Land zu werden. Und ich möchte gleich vorweg schieben und aus der Frage stellen, wir sind absolut parteiisch. Wir sind ideologisch ganz klar festgelegt. Wir sind eine revolutionäre Organisation, die dafür steht, dass wir eine klassenlose Gesellschaft für wünschenswert und auch für möglich halten. Wir wollen die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen aufheben. Eine Gesellschaft, wo jeder und jede nach seinen Fähigkeiten beiträgt und jeder nach seinen Bedürfnissen erhält. Wir lehnen das herrschende System des Kapitalismus ab, der geprägt ist von Krisen, Kriegen und von einer zunehmenden Entmenschlichung. Und wir halten es für möglich, dass die menschliche Gesellschaft sich harmonisch entwickelt, neue zivilisatorische, kulturelle Höhepunkte erst vor uns stehen und das Ganze im Einklang mit der Natur. Politisch heißt es, es ist Voraussetzung für dieses Ideal, das wir verfolgen, quasi die Enteignung der Kapitalbesitzer, um dann eine demokratische Planwirtschaft der Produzenten und Konsumenten zu errichten. Das heißt, wir sind absolut parteiisch, wir verbergen das hier nicht, aber diese Parteilichkeit enthebt uns keineswegs der Aufgabe der Objektivität, der Analyse, wo wir stehen, sondern im Gegenteil, wenn wir es ernst meinen damit, dass Sozialismus zu unseren Lebzeiten möglich ist, da müssen wir ganz genau wissen, wo wir stehen, wie stark, wie schwach wir sind und was die nächsten Entwicklungsschritte in diesen politischen Ringen sein werden. Und daher
muss man da gar nichts beschönigen. Diese Wahl am 27. September bringt zum Ausdruck einen klaren Wahlsieger, das ist die herrschende Klasse, das ist die Raiffeisenbank und die anderen Kapitalbesitzer, die hier eine solide, komfortable Mehrheit im österreichischen Parlament haben und sich mehrere politische quasi Optionen haben, ihr Projekt fortzuführen. Genau. Warum? Oder was sind die wichtigsten Elemente, dass die Parteien, die herrschende Ordnung verteidigen, gewonnen haben? Und es gibt auch einen klaren Wahlsieger dabei. Es ist ganz klar, dass Sebastian Kurz, der die traditionelle Partei des österreichischen Bürgertums repräsentiert, die ÖVP, politisch absolut gestärkt wurde in diesen Wahlen. Und warum ist das so in unseren Augen? In erster Linie der politische Umstand, dass niemand diesen Sebastian Kurz politisch herausgefordert hat. Es war während des gesamten Wahlkampfes über klar, dass alle Parteien, nämlich angefangen mit der SPÖ, die Neos ganz offensiv, die Grüne ganz klar deklariert und die FPÖ hat das auch plakatiert, quasi nur angetreten sahen zu diesen Wahlen als Attribut, um der zweiten Regierung Kurz ein ihr Attribut zu verleihen. Niemand hat quasi die aufgelegten Elfer, Stichwort ÖVP-Leaks, wirklich verwandeln wollen. Jeder hat sich als Koalitionspartner quasi präsentiert. Wir wissen, ein Bekannter von uns arbeitet in der Löwestraße, die haben über den ganzen Sommer quasi Texte, Memes, Plakate produziert, die quasi diese Flanken irgendwie verwerten wollen, die Kurz angreifen. Das ist alles abgelehnt worden vom Generalsekretär der Partei, von Droster, weil die ganze Orientierung war, wir wollen mit Kurz in die Regierung gehen. Und das gilt für alle Parteien. Und wenn das so ein, also keine Ahnung, wenn ein Fußballfeld, wenn ein Fußballturnier so aufgestellt ist, dass alle quasi nur um den zweiten Platz spielen und vom Sieg anerkannt zu werden, wird man auch dementsprechend das Ergebnis erzielen. Ich glaube, ein zweiter wichtiger Faktor ist materiell begründet. Diese Regierung war sehr kurz, 17 Monate, und also die vorangehende Regierung, schwarz-blau war das, und es war eigentlich die Zeit, wo es das erste Mal nach vielen Jahren es zu einer Stabilisierung der Einkommen gekommen ist. Die Arbeitslosigkeit ist gesunken, das erste Mal seit 2008. Spürbar gesunken, über 100.000. Man hat Jobs gefunden, die sind nicht cool, aber besser, es war besser als irgendwie die Jahre zuvor. Es war zumindest irgendwie stabil und sowas kommt natürlich einem Amtsinhaber, der für Stabilität und Österreich geht's gut und machen wir weiter, irgendwie steht entgegen, wenn das nicht politisch attackiert wird. Und so ist dieses Ergebnis zu lesen und zu verstehen. Nebenbei bemerkt, was viele gemahnt haben nach Ibiza, dass die Sache mit der Korruption und dann die Leaks, die ÖVP-Leaks etc., dass das zu einer Abwendung von diesen Parteien führen wird, das hat sich verneint. Und auch hier ist eine gewisse Logik hier irgendwie drinnen, weil die Menschen im Allgemeinen davon ausgehen, dass Politik was Schmutziges ist, was Dreckiges ist, nicht in ihrem Interesse ist. Und Menschen haben einen utilitaristischen Zugang zu Wahlen. Sie schauen halt, welche Partei könnte mir bei den nächsten Wahlen am meisten mein Leben erleichtern oder es zumindest irgendwie nicht verschlechtern, was ein zentrales Motiv ist für Wahlen. Und so haben diese Korruptionssachen keine Auswirkungen gehabt, außer im Fall von der FPÖ, wo nämlich in der letzten Woche, ihr könnt euch erinnern, quasi klar worden ist, dass diese Partei der komplette Selbstbedienungsladen für die Parteiführung ist, die sich hier Gartenzäune, Tierschutzbeauftragte für 10.000 Euro pro Monat, um ein paar Facebook-Postings zu machen, keinen Mietzins, Beihilfen für Luxuswohnungen etc. Das ist einfach too much irgendwie für FPÖ-Wähler. Und das war sicher der Knackpunkt, dass viele von denen dann zur ÖVP gegangen sind oder ein noch größerer Teil einfach überhaupt nicht wählen gegangen sind, weil sie
quasi völlig desorientiert waren, was man hier tun soll. Analytisch, um zu verstehen, wie es weitergeht, ist wichtig zu verstehen, dass ÖVP, FPÖ, Grüne, NEOS sowohl von ihrer Geschichte, von ihrer sozialen Zusammensetzung und von ihrem Programm Parteien der herrschenden Klassen sind, bürgerliche Parteien sind. Es stimmt, sie haben unterschiedliche logische Ausprägungen. Sie drücken entweder das Gesamtinteresse des Kapitals aus, was in Österreich die Raiffeisenbank ist. Wenn man das nicht glaubt, dann fragt es nach, ich kann es begründen. Oder nur quasi sektorale Interessen, Stichwort Haselsteine zu verkörpern. Aber es sind alles Teil quasi des Apparats der herrschenden Klasse. Die Arbeiterbewegung in Österreich hat historisch zwei Parteien hervorgebracht, die KPÖ und die SPÖ. Und ich muss jetzt irgendwie dazu sagen, weil ich vorher über das geredet habe, über das, was unser ideologisches Standing ist, unsere politische Vision, klassenlose Gesellschaft, sprich, wie kommt man dazu, zur Revolution, und ich bin darauf gekommen in den letzten Wochen und Monaten vermehrt, dass dieser Begriff ist recht modern, viele sind für Revolution, für eine Klimarevolution oder für eine Rebellion oder irgendwas, daher möchte ich das irgendwie qualifizieren. Für uns ist irgendwie klar, dass eine zentrale Rolle in der Revolution die Arbeiterklasse hat. Die Arbeiterklasse im weitesten Sinn, aber als Klasse. Also wir stellen uns nicht das so vor wie Extinction Rebellion quasi, dass es einen Aufstand der Bürger gibt oder Anonymous, wie geht das, Gunpowder, irgendwas, sondern dass die, helft mir, wie geht das? Ja, Gunpowder-Attentat. Remember der 5. November, genau. Quasi so irgendwie so unspezifische Bürgeraufstände oder Verschwörungen oder so, sondern wir sind davon überzeugt, dass diejenigen, die täglich quasi die Welt am Laufen halten, die schauen, dass die Straßenbahnen fahren, dass die Handys funktionieren, dass es einen Strom gibt, die die Gesundheitsversorgung aufrechterhalten, die die Waren produzieren, dass diejenigen, wenn die anfangen zu, dass die anfangen zu denken und zu handeln müssen, um tatsächlich eine Revolution umzusetzen. Sprich, dass sie bewusst entscheiden, heute nicht zu arbeiten, sondern zu streiken, einen Massenstreik zu machen, Räte zu machen, sprich eine neue Form der eine neue Form der gesellschaftlichen Organisation aufzubauen und schlussendlich den Aufstand wagen, um eine neue Form von Staatlichkeit zu errichten. Das heißt, die Diskussion des politischen Ausdrucks der Arbeiterbewegung ist für uns zentral für diese Idee, für diese Feststellung, wo wir stehen in dem Prozess der österreichischen Revolution. Es gibt, wie gesagt, zwei historische Parteien, die die Arbeiterbewegung hervorgebracht hat. Das ist die Sozialdemokratie. Dank ihrer Krise kennen wir jetzt auch ihren Gründungsparteitag, Heinfeld, der heute wieder zur Diskussion steht, also Diskussion der Neugründung. Die KPÖ hat historisch, hat sich 1918 abgespalten im Zuge der russischen Revolution, aber hat historisch nie eine große Bedeutung gehabt in der österreichischen Arbeiterbewegung, aus dem Kampf gegen Faschismus, also zwischen 1934 und 1945. Aber generell ist es der österreichischen Sozialdemokratie gelungen, quasi die Partei recht einig zu halten. Sie ist irgendwie die dominante Partei. Die KPÖ kandidiert, versucht sich seit zwei Jahrzehnten quasi zur liberalen Partei, Wahlbündnis umzumodeln. Immer mit dem gleichen Erfolg, dass sie immer weniger Wahlunterstützung hat. Und die SPÖ verkörpert quasi diese große, diese Mehrheitstradition der Arbeiterbewegung. Als politischer Arm davon. Sie hat sehr tiefe Wurzeln in der österreichischen Gesellschaft über die Gewerkschaften, das Betriebsratswesen, ein Produkt der Revolution 1918 und hat sehr starke Instrumente, die teilweise Teil des Staatsapparates geworden sind. Die Arbeiterkammer, der Mieterschutzverein, die Kinderfreunde, Gemeindebauten etc. Das heißt, wir können es auf den Punkt bringen, es wird in Österreich keine Revolution geben,
bis dieses Problem der Sozialdemokratie nicht auf eine oder die andere Art gelöst ist. Okay, ich nehme es irgendwie vorweg. Ich glaube, wir können sehr deutlich sehen, dazu muss man nur die Boulevardmedien lesen, die Orientierung, ich warte schon, bis ich einen Platz habe. Die Orientierung vom Wahlsieger Kurz ist eine neue Koalition, also die Interessen des österreichischen Kapitals mittels einer Koalition mit den Grünen weiter fortzusetzen. Das ist die erste Option. Aber dennoch ist es so, dass in der Sozialdemokratie die politische Orientierung die ist, dass man sagt, dass man diese ganz, ganz kleine Chance, die man sieht, wenn diese Koalitionsverhandlungen scheitern, dass man das quasi zur Prämisse nimmt, wo man dem man quasi alles unterordnet. Quasi fortgesetzt von dem, was im Wahlkampf passiert ist. Das heißt, es gibt eine sehr minimale Chance, dass die SPÖ wieder in eine Koalition kommt, Teil vom Staatsapparat bleibt, dass die Sozialpartnerschaft aufrecht bleibt. Und diese Minimalchance ist die Führung der Sozialdemokratie geneigt, alles unterzuordnen. Das führt zu einem sehr starken Widerstand in der Sozialdemokratie, der insbesondere von den Jugendorganisationen getragen wird. Auch das ist medial sehr gut nachvollziehbar in den letzten Tagen. Aber wir sollten es ein bisschen grundlegender fassen, dieses Problem, weil es eng verknüpft ist mit dieser Frage der österreichischen Revolution. Das grundlegende Problem der Sozialdemokratie ist, dass quasi ihr politisches Projekt immer weniger materielle Basis im real existierenden Kapitalismus vorfindet. Ideologisch ist es so, dass die Führung der Sozialdemokratie, man kann sagen seit 1914, aber dann gibt es immer wieder Konjunkturen, quasi Frieden geschlossen hat mit dem Kapitalismus. Und der Punkt ist der, wenn ich politisch die Existenz des Kapitalismus anerkenne, dann wirken auch die Gesetze des Kapitalismus auf mich, dann muss ich das auch irgendwie akzeptieren. In der Zweiten Republik war das große Projekt der Sozialdemokratie, quasi den Sozialstaat zu regulieren, aufzubauen und zu verwalten. Und im Zuge der Austerität, der Sparpolitik, der permanenten Sparpolitik, die im Zuge der neoliberalen Politik sich durchgesetzt hat, aber quasi zum Nonplusultra geworden ist seit Lehman Brothers, seit 2008, entzieht diesem politischen Projekt die materielle Grundlage. Und das führt dazu, dass die Sozialdemokratie in der politischen Auseinandersetzung immer mehr zum ideologischen Verteidiger von leeren Sozialbildungs- und Gesundheitsbudgets geworden ist und zunehmend quasi diese gesellschaftliche Unterstützung, und die sich auf große Organisationen stützt, eben Gewerkschaften, Betriebsratswesen etc., quasi verliert und zu sich zunehmend isoliert von der Arbeiterbewegung, die sie hier vorgebracht hat. Ich könnte hier sehr, sehr gute Beispiele bringen. Ich weiß nicht, wo wir zeitlich hier irgendwie stehen, aber ganz kurz, um das festzumachen in Wien. Wir haben hier eine Bewegung der Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen in Wiens Spitälern, mit die zwei Großdemonstrationen gemacht haben, mehrere kleine Demonstrationen, Petitionen etc. Das heißt, eine völlig selbstkontrollierte Bewegung der Krankenpflegerinnen auf diesen Großdemos, waren über 1000 Leute, völlig selbstorganisiert gegen den Willen der eigenen Gewerkschaft, die zusammenhängt mit der Stadtregierung. Und das Argument dieser Gewerkschaft, wieso dass man diese Bewegung nicht unterstützt, ist, weil es gibt einfach nicht mehr Geld. Warum gibt es nicht mehr Geld? Weil die Sozialdemokratie politisch diesen Beschluss, also zwei Beschlüsse mitträgt, das Stabilitätspakt, dass man keine Defizite machen darf, und die Obergrenze für Gesundheitskosten, glaube ich, von 10,3%. Und wenn man diese fiskalischen Grenzen akzeptiert, dann muss man halt, dann tritt man gegen die eigenen Beschäftigten auf. Und dieser Prozess findet halt mannigfach statt. Aktuell zum Beispiel in der Obersteiermark versucht eine, ich glaube in Kapfenberg ist es, die SPÖ, die Kommunalwerke zu privatisieren. Einfach
weil das Diktat der leeren Kassen, weil man sich irgendwie dem beugt, quasi handelt man konstant irgendwie gegen die eigene abstrakte politische Überzeugung und direkt gegen die eigene soziale Basis. Und daher wird sie zunehmend irgendwie gesellschaftlich isoliert und kaputt. Und wenn das passiert, hat sie auch nicht irgendwie die Kraft und gibt es keine Notwendigkeit für die Bürgerlichen, mit ihr in politische Diskussion zu treten. Gibt es keine Notwendigkeit, die Sozialpartnerschaft aufrechtzuerhalten, weil sie eben immer weniger repräsentiert. Es ist ein politischer Teufelskreis, der sich ergibt, weil sie eben quasi hier einen Frieden mit dem Kapitalismus geschlossen haben, aus dem es kein einfaches Entrinnen gibt. Das führt dazu, dass die SPÖ nach diesen Wahlen tief gespalten ist, in einer tiefen Krise ist, die sich über Monate ziehen wird, die auch permanent befeuert werden wird durch neue Wahlniederlagen, jetzt in Vorarlberg, aber das interessiert kaum jemand, dann Steiermark, dann, und dann steht Wien zur Disposition. Und eine Sache ist irgendwie klar, dass Kogler das Erste, was er gesagt hat, also wir versuchen jetzt die Koalition mit der ÖVP, es wird schwierig, wir probieren es, und ich erhebe einen Führungsanspruch in Wien. Und wenn quasi Wien, die Wien-Administration weg ist, dann ist die Sozialdemokratie wirklich völlig draußen. Und vor dieser Perspektive ist die sozialdemokratische Führung tief gespalten und völlig paralysiert, was der nächste Schritt betrifft. Ein Teil, der sich jetzt durchgesetzt hat, aber so eine Art Putschartig, also das ist dieser Generalsekretär Deutsch und diese Leute halt, die halten stur, also stockstur daran fest, dass die einzige politische Orientierung ist, wir müssen wieder zurück in den Sozial, in den Staatsapparat, wir müssen zurück in die Koalition, wir müssen die Sozialpartnerschaft aufrechterhalten, weil die Menschen hassen uns. Also das heißt, wir müssen in den Staatsapparat, das ist die einzige Vision, die sie haben, irgendwie zu überleben. Und ein anderer Teil sagt, wir müssen die Partei neu gründen, wir brauchen ein neues Heinfeld, wir müssen uns als Bewegung neu erfinden. Und dieser Konflikt wird sich über Wochen und Monate ziehen und wahrscheinlich sogar über Jahre, bis er zu einer Lösung findet, weil die Natur und der gesellschaftliche Prozess duldet kein Vakuum. Und es muss einfach der Charakter dieser Partei wird entschieden werden müssen. Aus Sicht von uns Revolutionären ist das mega, mega gut und wir versuchen darin eine aktive Rolle zu spielen, weil es nämlich bedeutet, dass diese Betondecke der politischen Kontrolle der Arbeiterbewegung, diese bürokratische Schicht, die alles quasi diesem Ziel der Stabilität unterordnet, aufgebrochen wird. Weil eine Diskussion wieder stattfindet über die politische Ausrichtung der Arbeiterbewegung, weil es Diskussionen darüber gibt, wie man sie irgendwie besser machen soll. Das heißt, es ist das ist positiv, das ist objektiv positiv, auch wenn es irgendwie für einige sehr schmerzhaft ist. Auf Ebene der Regierungsbildung liegt das Gesetz des Handelns auf jeden Fall auf der Seite von Sebastian Kurz und, wie ich es vorziehend bereits gesagt habe, seine bevorzugte Variante der Regierung ist eine Koalition mit den Grünen. Genau. Und das sorgt vielleicht für Diskussionsstoff, aber ich glaube, erstens mal zur Person von Sebastian Kurz. Ja. Ich meine, er ist einfach ein, wir haben ihn einmal beschrieben, als er die ÖVP übernommen hat, als weißes Blatt, wo das österreichische Kapital quasi einen Wunschzettel draufschreiben kann. Er ist ein absolut zynischer Machtpolitiker, der einfach überhaupt keine politischen Prinzipien hat, außer dass er die Profitbedingungen des österreichischen Kapitals verbessert. Und das ist natürlich der Hauptgrund dafür, wieso diese Option der Grünen die erste Option ist. Weil hier es quasi, weil es überhaupt 0 Gramm quasi ein Antisystem, Antikapitalismus oder irgendwas hat, sondern im Gegenteil die Wettbewerbsbedingungen des österreichischen Kapitalismus verbessern kann, diese politische Konstellation. Was ist jetzt nun das, was ich hier meine, was scheinbar allem entgegensteht, was politische Kommentatoren geäußert haben?
Es gibt dafür handfeste materielle Gründe. Es ist so, und Sebastian Kurz hat es heute selbst gesagt, oder war es gestern nach seinen ersten Sondierungsgesprächen, wir stehen am Beginn, oder es hat bereits begonnen, eine neue Weltwirtschaftskrise. Insbesondere, also, ja. Und ein wichtiger Teil dieser Weltwirtschaftskrise ist die politische diese Krise wird permanent befeuert durch die politische Instabilität, durch die Handelskriege und durch die Instabilität in der EU, Stichwort Brexit. Das heißt, es gibt einen sehr starken Drive in die Richtung, dass man stabile, liberale Regierungen macht. Und zwar weltweit, europaweit. Und Macron hat es angekündigt mit seinem Brief an die Bewohner Europas, oder wie? An die Bürger und Bürgerinnen Europas. Hat das angekündigt, indem er irgendwie gesagt hat, wir müssen einen aktiven Kampf gegen den Populismus führen. Und wir können das in Italien sehen, wo man die Lega rausgesqueezed hat. Und in Österreich ist das detto. Also die meisten Linken gehen davon aus, Kurz will ganz stur diese Koalition mit der FPÖ aufrechterhalten. Aber das war von vornherein nicht seine primäre Idee. Weil dieser Rassismus, dieser engstirnige Nationalismus ist ein zusätzliches politisches Problem in dieser neuen entstehenden Weltwirtschaftskrise, die einfach ein stabiles politisches System und vor allem eine stabile Europäische Union braucht. Daher sollte die kommende Regierung auf jeden Fall so eine pro-europäische liberale Ausrichtung haben. Und da bietet sich an, und das ist mega, mega zynisch, aber es bietet sich objektiv an, das Thema Klimaschutz. Ich bin mir sicher, viele von euch waren auf diesen Fridays for Future Strikes, auf dem Global Earth Strike und so weiter. Ist eine wunderschöne Bewegung, aber man muss dazu sagen, sie ist sehr, sehr moralisch und irgendwie politisch ein bisschen naiv, indem sie an die Politik appelliert. Wenn sie sagt, die Politik muss das Klima retten. Und diesen Ball, quasi diese politische Unschärfe, versucht die Bourgeoisie europaweit zu nutzen, um neue politische Stabilisatoren in ihr politisches Projekt einzubauen. Das heißt, diese Bewegung wird auf zynische Weise missbraucht. Wir haben das in unserem Editorial, glaube ich, schon im Mai- oder Juni-Ausgabe geschrieben, Van der Bellen. Einer der intelligentesten Vertreter des österreichischen Bürgertums hat diese Perspektive bereits im Mai, Juni, schon im Vorsommer irgendwie geäußert, dass man diese Leute einbinden muss. Und das ist das Programm von Kogler. Der sagt, was hat er gesagt, wir müssen ein Parliament for Future machen und die Wahl war ein Sunday for Future und er bringt jetzt alle Leute von Greenpeace und diese ganzen Experten da mit zu den Verhandlungen mit Kurz und ich sage euch, das wird komplett unproblematisch sein. Das einzige Problematische daran wird sein, ist nicht inhaltlich, sondern sentimental, weil vor allem einige Wiener Grüne und Grüninnen, was soll man das so sagen, im Parlament keine Ahnung, die fühlen sich ein bisschen unwohl, irgendwie, weil, keine Ahnung, das ist ein bisschen uncool, wenn man für die Street-Credibility, wenn man quasi antirassistische Aktivistin ist und dann ein halbes Jahr später auf einmal sich in einer Koalition mit Kurz befindet. Aber ich sag's euch, das geht hin, weil sogar in dieser Rassismusfrage haut das hin, weil es gibt zwar ganz enge Berührungspunkte. Es ist so, die Grünen und Kurz sind sich einig, die Toten sollen im Mittelmeer sein und wo man halt nichts mitkriegt und was den Warenverkehr innerhalb von Europa irgendwie nicht stört. Und das Zweite, wo Kurz sich bewegen wird müssen und das wahrscheinlich auch macht, ist, dass man halt keine Lehrlinge mehr abschiebt, weil das ist so das, was sein Wirtschaftsflügel einfordert. Das heißt, es sind hier auf dieser Symbolebene, und es geht hier nur um Symbole, sind die Kompromisse
quasi angelegt. Das heißt, wenn jetzt alle sagen, es gibt sehr, sehr lange Koalitionsverhandlungen, dann stimmt das, aber dann muss man sich das so vorstellen, dass das nicht so ist, weil es so mega kompliziert ist inhaltlich, sondern kompliziert ist quasi vom Selbstbewusstsein, vom Image etc., vom Selbstverständnis der politischen Akteure des zukünftigen Parlamentsclubs. Es ist so, man kann sich das vorstellen, wenn ein Öltanker, wie die Firma Kurz das ist, quasi den Kurs ändert oder abbremsen will und dann, keine Ahnung, dann braucht es halt ein bisschen Zeit, die Kurve zu kratzen. Das ist nicht so wie ein Sportwagen. Da braucht es halt eine sehr, sehr lange, kilometerlange Bremsspur, um irgendwie diese Kurve irgendwie zu kratzen. Und daher gibt es halt diese Koalitionsverhandlungen irgendwie so lang. Einfach um das herzurichten. Und man merkt schon, wie quasi dieses Projekt überall herbeigeschrieben wird. Auf einmal gibt es in Heute Artikel über Veganismus, wie wichtig das ist und keine Ahnung, also es wird all und es wird permanent diese Keule aufrechterhalten und ich merke es auch schon, ich bin auf Facebook mit einigen grünen Neoparlamentarierinnen und Parlamentarier verlinkt, dass sie immer noch vor einer Regierung warnen mit Strache. Also so, man kennt es von der SPÖ, wir müssen es ja tun. Wir wollen ja gar nicht, aber zum Wohl des Landes müssen wir hier den sauren Apfel irgendwie beißen. Also das heißt, hier wird alles massenpsychologisch, politisch irgendwie vorbereitet für diese Kurswechsel. Und was ist jetzt irgendwie, was hat das mit der Wirtschaftskrise zu tun? Wir müssen nur nach Deutschland schauen. Hier hat die Große Koalition ein Klimapaket, ist jetzt in Diskussion, das ist glaube ich ein 100-seitiges Gesetzesvorschlag. Und was schaut, was ist da drin? Es sind CO2-Steuern drinnen. Und dann so ein Topf, ein Fonds für 45 Milliarden Euro für Klimainvestitionen. Also genau das, von dem wir gegen das wir immer geschrieben haben, das waren die Massen zahlen dafür, dass neue profitable Geschäftsfelder für das Kapital eröffnet werden. Was genau dem entspricht, was im Übrigen die OECD empfiehlt, wie auch das ganze Klimaschutzprogramm der Grünen von welchem Institut abgeschrieben sind? Vom WIFO. Vom WIFO abgeschrieben sind. Und zwar 1:1 irgendwie. Das heißt, man verwendet das Thema Klimaschutz quasi, um hier neue Profitfelder für die eigene Ökonomie zu machen. Und dieser Pro-Europismus der Grünen kriegt immer mehr dieses Feature quasi der Abschottung gegen andere Wirtschaftsblöcke, insbesondere gegen China, dass man sagt, wir müssen quasi eine Border Tax, eine CO2-Steuer gegen den umweltschädlich erzeugten Stahl aus China errichten. Wir haben da in der letzten Ausgabe einen sehr, sehr guten Artikel dazu. Das heißt, unter dem Titel Umweltschutz wird eine neue Bürgerblockregierung entstehen mit liberalen Feature, die ist nicht mehr rassistisch, sondern halt pro Umwelt und wird weiter halt das Geschäft für das Kapital auf Kosten der Masse der Bevölkerung machen, wird die Umverteilungsspirale weg von der Arbeit hin zu den Reichen quasi eine neue Masche geben. So, ich muss zum Ende kommen. Aus marxistischer Sicht ist es so, Politik wird nicht nur hier in Österreich gemacht. Wir sind Teil eines globalen Prozesses, wie der Kapitalismus ein System der globalen Arbeitsteilung ist. Und dieser Weltkapitalismus ist voll von Instabilitäten, von Krisen, Konflikten, Kriegen, Handelskriegen etc. Die Perspektive, die die OECD hat, und ist, dass wir einer mindestens dreijährigen Stagnation der Weltwirtschaft entgegenschauen. 2019 fällt der Welthandel, der Manufacturing Sektor, also die Produktion, ist seit dem ersten Quartal negativ, Autos minus 10% global, Investitionsgüter minus 6%. Der Konsumsektor wird folgen, sobald es halt voll auf den Arbeitsmarkt durchschlägt. Die Banken sind weiter instabil, die Schulden sind, die Corporate Debt sind auf der gleichen Höhe wie 2007. Das heißt, wir schauen jetzt einer Periode entgegen, wo unser Lebensstandard wieder massiv angegriffen wird. Also der Kurz hat wirklich die Gunst der Stunde irgendwie genützt mit diesem Ibiza Video und wählen lassen, solange es irgendwie nice ausgeschaut hat. Es
kein fundamentales Problem der Menschheit wird gelöst werden können im Rahmen des kapitalistischen Systems. Sondern im Gegenteil, diese Instabilitäten werden immer mehr brutale Features annehmen. Ich verweise nur auf den Krieg in Jemen oder was die kommenden Tage in Rojava passieren wird. Und gleichzeitig sehen wir mindestens seit der Jahrtausendwende große Wellen des Widerstands. Wir haben gesehen, wie Anfang der 2000er Jahre mit der venezolanischen Revolution und dann Bolivien quasi das Thema Sozialismus das erste Mal massenfähig diskutiert worden ist. Auf die politische Agenda gekommen ist. Sorry. Und wir haben dann gesehen, wie in den letzten Jahren quasi geredet worden ist von der reaktionären Welle in Lateinamerika, weil diese linksreformistischen Regierungen, Projekte oder diese Revolution auf halbem Weg quasi gescheitert sind. Und schauen wir, was hier in den letzten Monaten oder in den letzten Wochen in Lateinamerika passiert. Wir haben aktuell eine Aufstandsbewegung in Ecuador, die auf jeden Fall die Regierung Lenin Moreno stürzen wird. Jetzt schaut euch, es ist wirklich gewaltig. Also Massen an Menschen, die einfach die Polizei wegschieben oder wegprügeln. Frauen, Indigenas, Bergarbeiter etc. Wir haben den Generalstreik und eine sehr starke Studierendenbewegung in Brasilien gesehen. Wir haben den Aufstand gegen die reaktionäre Regierung Moise in Haiti gesehen. Wir haben den Sturz des Gouverneurs von Puerto Rico gesehen. Und wir sehen, dass das Projekt Macri, also Neoliberalismus in Argentinien, quasi vor dem politischen aussteht. Das heißt, wo ist diese reaktionäre Wende? Es gibt diese reaktionäre Wende nicht. Das gleiche in der arabischen Revolution. Die erste Welle der arabischen Revolution wurde besiegt, wurde verwandelt in Bürgerkriege in Syrien, in Libyen etc. Was haben wir heuer im Sommer gesehen? Oder was haben wir letztes Wochenende gesehen? In Tunesien, die ehemalige führende Partei wurde reduziert von 37% auf, glaube ich, 6%. Also hat sich, wie ist das, 600%? Also auf ein Sechstel halt irgendwie reduziert. Wir sehen neue Massendemos in Ägypten gegen eine Militärdiktatur. Wir sehen eine wunderbare Revolution im Sudan, einen revolutionären Aufstand, Massenaufstand in Sudan gegen die ganze Reaktion. Und wir sehen aktuell dieser Tage einen Massenaufstand im Irak, der komplett ethnisch gespalten ist, besetzt ist etc. Eine wunderschöne Bewegung, wo die Polizei das Militär einfach nur reinschießt, hunderte Tote, aber die Leute gehen täglich irgendwie auf die Straße. Ist die arabische Revolution wirklich tot? Nein, sie ist nicht tot. Das heißt, wir müssen irgendwie verstehen, Massenbewegungen sind implizit in einer solchen Situation, in der Bewegung, in Abseits einer revolutionären Führung, die quasi den Sieg organisieren kann, dieser Massenbewegung, sind Niederlagen unvermeidlich. Aber das ist nicht das Ende des Prozesses. Das habe ich jetzt versucht nachzuweisen mit Lateinamerika und in Arabien. Das heißt, die Massen werden wieder sehr gezwungen, weil der Kapitalismus so ist, wie er wieder ist, wieder massenhaft in die politische Arena zu treten. Und sie tanzen mit größerer Klarheit über die notwendigen Maßnahmen, über das notwendige politische Programm. Und wir sind Teil dieses globalen Prozesses. Europa und damit Österreich ist Teil dieses globalen Prozesses. Und wir als Funk, als die österreichische Sektion der internationalen marxistischen Strömung, der IMT, versuchen quasi diesen kommenden Massenbewegungen hier in Europa quasi jene Führung anzubieten, die man braucht, um die Kapitalisten, um den Kapitalismus zu überwinden. That's what we do. So, der Ball liegt bei euch, schießt ihn irgendwie zurück, überlegt euch, ob das stimmt, hinterfragt es, dreht es in Diskussion mit euch und kämpft mit uns gemeinsam, wenn ihr wollt.